Muss immer deinen Abstand, deinen Schulterbreite etc. Ja, und die Spitze muss einfach auf Hackenhöhe etwa sein. Ja, jeder steht an. Ich habe ein Problem, zum Beispiel, ich kassiere mich so, wenn ich Schläge, wenn ich Schläge kriege, machen wir nicht viel aus, aber wenn ich so mache und danach meine Ei, also wenn er mich schlägt auf Deckung und nicht so schlägt, das macht mich dann durcheinander. Das trainiere ich als erstes, dass er das nicht kann. Ich kann das geil. Das macht mich schon durcheinander. Schlag macht mir nichts aus, oder? Was? Ich hab viel
Also wenn du Schläge gegen deine Fäuste kriegst. Ja, das macht mich durcheinander. Der schlägt mich, wenn der so mich schlägt, ne? Mach ich ihn immer, dann schlage ich einfach zurück. Aber wenn ich so mache, schlägt der mich so, wenn ich richtig fest schlage, dann macht er mich durcheinander, weil ich krieg den nicht mehr raus. Einmal, wenn ich spiele, dann zweitens, wenn ich mit Kindern mache, dann Pitching hier. Dann Sparring ist etwas härter und dann Kampf ist noch drei Stufen, das ist immer ein wenig Atemschlag. Auf der anderen Seite erhalte ich immer meine Pause, wenn ich gleich vorrange. Man darf sich ja quasi gar nicht bewegen. Du darfst aber nicht vorgehen oder zurückgehen mit der Pause. Dann triffst du dich selbst auf. So, so. Also immer so. Das darf nicht passieren. Immer festhalten, ne? Bevor man ankommt, macht man seine Hand. Nee, die gerade Graben des anatomischen Faust gewachsen, die dreht sich automatisch. Streckt sich immer aus, der Faust. Dann siehst du, die streckt sich immer automatisch. Wenn du was dran machst, dann ich lande danach, ich kann den nicht mehr rausholen, danach, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, wie ich gesagt habe, mein Trainer ist Kloppe. Ich habe erstmal bei Kiffern geguckt, das ist kein Verein, der wollte den Verein aufmachen, und ich dann musste Geld annehmen, hat er gesagt, dann nein, hat er mir so viel. Und jetzt mache ich hier bei BBC für seit 2 Monaten. Ja, um Verein aufzumachen, sagen sie, dann müssen die Leute Dings Geld bezahlen. Also die Kinder. Das ist klar. Aber die will das nicht. Er sagt, nein, der sagt, ich will das einfach von der Straße holen. Das gibt's. Ach so, nee, dann muss er bei der Straße. Ja, die haben den einfach so Dings gegeben. Die bezahlen denen das alles. Mhm. Aber das ist kein anerkannter Verein. So also wie Jugendzentrum. Aber der früher war derselbe Boxer. Ja, das gibt es bei uns auch. Wir gehen dann auch in den Schulen ran, machen Boxtraining in den Schulen. Ja. Der rote dahinter und der andere mit den Streifen. Der mit den Streifen, der wird schon seit längerem. Der hat sogar deutsche Meisterschaft gewonnen, aber der ist als erstes rausgeflogen, weil die Kondition kaputt war. Der ist faul, ne? Der andere, der hat geboxt. Jedes Mal war auch so zu Limit bei mir. Dann war der kurz Thai-Boxen, jetzt ist der neu hier, wie ich, so 1 Monat oder so. Ich habe da trainiert, weil ich nicht anerkannt bin, Boxverein ist und so, der Trainer hat keine Ahnung, so. Ist links der Trainer oder rechts der Trainer? Der mit Rot ist der richtige Trainer, ja. Aber eigentlich sind beide Trainer, aber der Rote ist so im Dings, also Handdruck und so. Sieger der Trainer der